Für den einen hat die Fastenzeit gerade erst begonnen. Und die anderen, die werden froh sein, dass die Zeit der Schonkost beendet ist. Der Ball rollt wieder in der Fußball-Regionalliga. Es geht wieder um Tore, es geht um Punkte, es geht um Emotionen. Und unser FSV Zwickau ist nicht nur mittendrin, sondern ganz vorn dabei. Und heute zum Rückrundenauftakt trifft er auf den ZFC Meuselwitz. Bevor wir Ihnen die Höhepunkte dieser Begegnung noch einmal zusammenfassen, will ich einmal etwas tun, was vielleicht die Fußballanhänger ganz besonders freut. Denn jetzt ist das Mikrofon frei für den Anhang des FSV Zwickau. Und die Frage wird ganz einfach lauten, haben die Westsachsen schon in diesem Jahr das Zeug zur Meisterschaft? Hören Sie mal rein. Selbstverständlich. Wir haben eine gute Mannschaft, eine junge Mannschaft. Jede Position ist doppelt besetzt. Vor den Aufstiegsspielen habe ich ein bisschen Angst, weil da Alemannia Aachen und andere Vereine dabei sind, die vielleicht ein paar Pfänge mehr Geld haben als mir. Aber Zwickau wurde vor Jahren auch schon mal unterschätzt im Europapokal. Haben wir es ins Halbfinale geschafft. So soll es sein. Ich denke auf jeden Fall. War eine starke Leistung, gerade in Blauen oder so. Wo Blauen auch noch mit voller Kapelle gespielt hat. Und Ihr Nachbar, was meint er? Ich denke auch, wichtig wird das Spiel sein in Magdeburg. Dort nicht verlieren, unentschieden. Ich denke, dann haben wir eine realistische Chance. Also geht die Meisterschaft nur über die Rot-Weißen, habe ich das richtig interpretiert? Ich denke schon. Ich glaube noch nicht, wir sind in der Vorrunde zu viele Punkte liegen geblieben. Die 0-0-Spiele, die werden uns am Ende fehlen. Aber die anderen Mannschaften, die können ja auch federn lassen. Sicher, aber da nur darauf hoffen, dass die mal Fehler machen oder Punkte liegen lassen. Guck mal, Magdeburg regt richtig neu durch die Spiele, was gegen Blauen alles annulliert wird. Nur abwarten, ich würde mich sehr freuen, nächstes Jahr woanders zu spielen, in einer anderen Liga zu spielen. Und Ihre Meinung, Zwickau, Meister, schafft die Relegation, klopft an die Tür zur dritten Liga? Das Relegationsspiel dann hier, ne, später, das wird dann auch der springende Punkt auch mit hier. Ne? Wenn die jetzt noch einmal gegen, haben wir ja gesehen hier, das Neustrelitz hier, die haben da gegen Mainz verloren, war das auch weg. Ne? Die waren dauernd Erster, hat nichts genützt. Ne? Wenn die dann noch einmal, wie gesagt, dran müssen hier, wissen wir nicht, was von Gegnern kriegen, sicher ist nichts. Ja, wir wollen natürlich auch die Frauen zu Wort kommen lassen, der FSV Zwickau in dieser Saison ganz oben mit dabei. Ja. Reicht das schon zur Meisterschaft? Also ich gehe fest davon aus, dass das schon reichen kann, ja. Ganz fest, kurzer, prägnanter Satz. FSV Zwickau kann den Meister machen. Es wird sehr schwer werden, aber die Gunst der Stunde müsste man nutzen, auf alle Fälle. Ja, es ist nicht gleich wieder so eine Situation da, dass wir vorne stehen und dieses Jahr muss es klappen. Was macht aus Ihrer Sicht den FSV Zwickau in diesem Jahr so stark? Ja, gute Ersatzleute, die Reservebank ist fast gleichwertig besetzt, würde ich sagen. Und die Motivation der Mannschaft ist gegeben. Der Spielerkader an sich, da ist er relativ gut zusammengestellt. Also ich bin großer Meinung, dass wir es schaffen könnten. Zu früh, denke ich mal, wird es nicht sein, weil das neue Stadion ja jetzt gebaut wird endgültig. Und ich gehe mal davon aus, dass es schaffen könnten. Wer könnte denn der härteste Konkurrent werden? Nordhausen, Magdeburg? Magdeburg, eindeutig. Die haben den besten Spieler, also die haben vom Kader her, denke ich mal, die besten Spieler. Und man hat den Auftakt jetzt gesehen in der Hinrunde, dass es ziemlich gut wird. Ja, ihn muss man nicht vorstellen. Seit vielen, vielen Jahren dem Zwickauer Fußball ganz, ganz eng verbunden, Alois Glaubitz. Nun ist es wieder einmal soweit. Der FSV Zwickau könnte angreifen Richtung bezahlten Fußball. Ist das dieses Jahr schon machbar? Was meinen Sie? Warum denn nicht? Also im Moment sieht es ja in der Lage der Staffel sieht's ja gut aus. Unsere Mannschaft ist vorne an der Spitze und warum soll man das nicht ausnutzen, wenn es machbar wäre? Wer könnten denn die großen Konkurrenten sein im Kampf? Also für mich ist Magdeburg der Konkurrent. Und eventuell vielleicht Jena noch, aber ich denke schon, die Magdeburger, die sind am meisten zu fürchten. Ja, ihr geht ja seit vielen Jahren zu den Rot-Weißen. Ihr seid richtig gehend Fans des FSV Zwickau. Und dieses Jahr könnte es möglicherweise klappen, dass der FSV Meister wird, die Relegation übersteht und wieder einmal ins Profigeschäft einsteigen kann. Ist das zu zeitig oder hat er das Zeug wirklich drauf? Was meint ihr? Also. Ich meine, es ist nicht so zeitig. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sie nutzen.
Denn bei der Konkurrenz, die man hat, weiß man nicht, ob man so gut in der Saison startet wie voriges Jahr und ob wir nochmal die Möglichkeit haben. Natürlich war der Plan, wir haben das Stadion noch nicht, aber wenn es die Möglichkeit gibt, sollte man sportlich wahrnehmen. Und sind ja auch schon irgendwie Verhandlungen mit Blauen, dass wir dort unsere Spiele machen. Und dann wird es bestimmt so stark sein, dass wir die Klasse halten. Und dann werden wir im neuen Stadion und werden gleich dritte Liga spielen. Das ist doch top. Du bist ja ein exzellenter Sprecher, Mensch. Erstaunlich auch drüber. Jetzt bist du dran. Ja, ich bin der Meinung, wir könnten ruhig erst mal noch ein Jahr jetzt Regionalliga spielen, bis das Stadion fertiggestellt ist und versuchen dann im nächsten Jahr in die nächsthöhere Spielklasse aufzusteigen. Der Meinung bin ich auch. Kurz und bündig. Ich bin nicht der Meinung. Wenn wir die Chance haben, sollen wir sie nutzen. Auch wenn die Konkurrenz mit Magdeburg sehr stark ist? Müssen wir sehen, wie es läuft, das Spiel. Aber optimistisch auf jeden Fall. Ja, bin ich eigentlich immer. Danke in die Runde. Ja, bitte.